Sie wissen alle, im digitalen Zeitalter wird alles anders, aber die Frage ist eigentlich, in welcher Hinsicht? Und ich schaue mir ein Phänomen an, um das mich auch Jörg Knöller und Jonathan Geiger angefragt haben, nämlich das Lesen, der Umgang mit Büchern, also ein Realphänomen. Und ich bin hier ganz in der Linie auch mit Frau Krämer, nicht in die Richtung der Kulturphilosophie gehen zu wollen, sondern tatsächlich hinzugucken, was sich hier ändern könnte. Mit Maschinenlesen gibt es also computergestützte Wege des Lesens und was verändert sich hier eigentlich? Naja, der übliche Weg, den Sie wahrscheinlich alle kennen, ist die Klage über das Ende des Buchs, wie sie zum Beispiel vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2018 mit großer Aufmerksamkeit publiziert wurde. Dort hat man festgestellt, dass dem Buchmarkt deutlich Leserschaft verloren geht, und zwar vor allem die Jüngeren. Und das ist in dieser Klassifikation die Gruppe der unter 49-Jährigen. Das ist sehr großzügig ausgelegt, die offensichtlich in Millionen nicht mehr Bücher kaufen. Und diese Nachricht hat es natürlich auch in die Tagesschau gepackt. Hier sehen Sie nochmal so ein paar Zahlen. Es reicht hier auf die roten Minuszahlen zu gucken und Sie sehen, das Buch findet offensichtlich keine Käufer mehr. Soweit ist es eigentlich durchaus üblich, über dieses Thema zu sprechen in der Öffentlichkeit. Wenn man ein bisschen unter die Motorhaube des Buchhandels guckt, sieht die Situation schon ganz anders aus. Ich zitiere hier nur Markus Dohle, den CEO von Penguin Random House. Das ist also der größte Publikumsverlag der Welt. Und der hat 2017 auf der Frankfurter Buchmesse mit aller Deutlichkeit gesagt, das globale Buchgeschäft erlebt die beste Zeit seit seinem Bestehen, also seit mehr als 500 Jahren. Ist doch erstaunlich, dass die Binnensicht so stark von der Außensicht divergiert. Und man könnte hier argumentieren, naja, das eine ist Lobbyismus nach außen und nach innen weiß man sehr wohl, dass das mit den Büchern noch lange nicht zu Ende ist. Ich möchte Ihnen in zwei Schritten zu diesem Feld etwas vortragen, nämlich einige Daten zum Lesen, was tut sich da, und dann vor allem der Frage nachgehen, ob die Maschinen und das Lesen, wie das beides eben zusammenhängen könnte und ob die Maschinen unser Lesen übernehmen. Gut, beginnen wir mit Daten zum Lesen. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Studien und ich gebe hier nur ein paar überblicksartige Studien wieder, hier in diesem Fall zum Lesen in den USA im 21. Jahrhundert. Seit den 80er Jahren, seitdem in jedem amerikanischen Haushalt ein Fernseher steht und nicht nur im Haushalt, sondern in fast jedem Zimmer, ist die Zahl der Menschen, die überhaupt ein Buch gelesen haben, mindestens einmal im Jahr konstant gefallen. Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts gilt es sowohl für die Jüngeren wie für die Älteren, ändert sich das. Und zwar, wie auch dieser Bericht überschrieben ist aus dem Jahr 2009, Reading on the Rise, a new chapter in American Literacy. Also genau in dem Moment, in dem das Internet und der Computer in unseren Alltag eintritt, verändert sich etwas. Es wird mehr gelesen. Also zum ersten Mal seit mehreren Jahrzehnten liest mindestens die Hälfte der Amerikaner ein Buch pro Jahr. Das ist ein kulturpolitisch wichtiger Moment. Besonders jüngere Menschen lesen wieder, also diejenigen, die stereotyp immer als besonders illiterat betrachtet werden. Auch die absolute Zahl der Leser steigt in den USA, denn die amerikanische Bevölkerung ist in den letzten drei Dekaden erheblich gewachsen, um ihre Millionen. Und im jüngsten Bericht, auf der noch nicht vollständig da ist, der jetzt aber dann wahrscheinlich 21 noch kommt vom NIH, wird konstatiert, und jetzt hören Sie zu, for the first time in the service history, reading rates for poetry and plays have increased from the prior survey period. As with the visual and performing arts categories that saw growth in attendance, the surge in poetry reading was experienced by diverse demographic groups. Also ausgerechnet Poesie lesen nimmt auch noch zu. Also
das Standardgenre eigentlich, wovon dem man annimmt, dass es nicht mehr gelesen werde, weil es ein ganz besonders intensives Verhältnis zu Buch, zur Sprache, zu Texten voraussetzt. Und genau das würde zunehmen. Nun ist das nicht die einzige Studie. Der Economist hat zusammen mit dem Pew Research Center eine der wichtigsten Adressen für viele sozialwissenschaftliche Studien in den USA ein Argument aufgenommen, das Britt East Allison aufgegriffen hat, der behauptet hat, die junge Generation würde nicht mehr lesen, sie würde auch keine Bücher mehr schreiben, sie würde sich nicht mehr für die Literatur interessieren im weitesten Sinne. Und sie haben geguckt, wie eben amerikanische Erwachsene, ob sie in den letzten 12 Monaten nach Altersgruppen sortiert, überhaupt entweder ein Buch in jedem Format, ein gedrucktes Buch, ein E-Book oder ein Audiobook überhaupt konsumiert haben. Und hier zeigt sich eigentlich genau das umgekehrte Bild, was die übliche Kulturkritik behauptet, dass gerade unter jungen Menschen Lesen in verschiedenen Formaten besonders populär ist und zumindest deutlich ausgeprägter ist als unter Älteren. Sie finden die Details alle im Internet. Guckt man die Jugend an, etwa die CHIMS-Studie oder in der Schweiz die James-Studie, dann sieht man keine großen Tendenzen. Gefragt danach, ob Jugendliche, also 12- bis 19-Jährige, entweder täglich oder mehrmals pro Woche lesen. Und hier geht es nur, das ist ganz wichtig, nur um gedruckte Bücher. Also dazu gehören keine Audiobooks, dazu gehören keine E-Books, dazu gehören nichts dazu, was irgendwie mit Lesen auf dem Handy zu tun hätte. Und auch da sehen wir eigentlich die Gruppe der intensiven Leserinnen und Leser ist relativ stabil, genauso wie übrigens auch die Gruppe derjenigen stabil ist, die fast nie oder so gut wie nicht liest, die etwa bei 10 bis 15% in den deutschsprachigen Ländern ist. Also etwas, was mit funktionellem Analphabetismus umschrieben werden könnte. Also die Muster sind erstaunlich stabil und sie ändern sich jetzt nicht durch das Internet, wie man annehmen könnte. Jetzt könnte man argumentieren, ja, es liest ja niemand mehr diese langen Texte. Sie kennen alle die Thesen von Nicholas Carr und Marianne Wolf und anderen, die als Bestseller verkauft werden, von diesem flachen Lesen, dass das langsame, tiefe, intensive Lesen verloren gehe. Und auch hier gibt es eine ganze Reihe von Studien, die den umgekehrten Trend zeigen, dass also Hilary Mantel und Tartt und wie sie alle heißen, die Bestsellerlisten ausmachen, dass diese Bücher länger werden. Und damit meine ich eben nicht bloß Song of Ice and Fire, also Game of Thrones, das sehr umfangreich ist und auch junge Männer zum Lesen bringt von sehr, sehr dicken Büchern. Also es wird auch länger gelesen und dicke Bücher haben einen sehr, sehr guten Markt. Die Klage über das flache Lesen ist zumindest empiriefrei, ich würde es mal so formulieren. Ich gebe Ihnen ein paar Beispiele, die vielleicht einige von Ihnen kennen, vielleicht andere von Ihnen nicht kennen. Insta-Poets wie Rupi Kaur, Immigrantin in Kanada, die mit 4 Jahren ins Land kam und Englisch gelernt hat, wie man es idealerweise lernen könnte, nämlich durch das Schreiben von Poesie. Und dieses Poesieschreiben für Geburtstage und andere Anlässe hat sie dann sehr bald auch ausgelagert ins Internet und hat dort begonnen, ihre Lyrik zu publizieren auf Instagram, auf Twitter und in anderen sozialen Medien. Und diese Lyrik hat Millionen Follower gefunden. Wenn Sie einen TED-Talk von ihr erleben, dann müssen Sie sich sehr schnell um Karten bemühen. Es ist überhaupt kein Problem, dass 2000 Menschen zusammenkommen, real zusammenkommen, um Rupi Kaurs Lesungen zu hören. Und natürlich haben Verlage verstanden, dass solche Poets sehr interessant sind. Also werden diese Gedichte auch gedruckt. Es gibt übrigens auch mindestens von Milk and Honey, von ihrem ersten Gedichtband,
eine Ausgabe in Deutsch. Und zwar genauer gesagt ist eigentlich eine zweisprachige Ausgabe. Und jetzt schauen Sie, Milk and Honey und auch der neue Band Sun and Her Flowers sind Bücher, die auf der New York Bestsellerliste gelandet sind, die in großen Auflagen verkauft werden, in über 20 Sprachen übersetzt wurden und im Deutschen in der zweisprachigen Ausgabe erschienen sind. Also Sie sehen genau das, was Sibylle Krämer auch betont hat, dieses Komplementäre der digitalen Welt mit der realen Welt, also der tatsächlich gedruckten Bücher, wenn man das als Realität im Unterschied zum Digitalen nehmen möchte. Das funktioniert fast bruchlos oder man kann sagen, nicht fast bruchlos, sondern es verstärkt sich gegenseitig so sehr, dass es hier Superstars gibt, die mit Anfang 20 eben millionenfach ihre Lyrik auch verkaufen können in praktisch allen Formaten. Kann diskutieren, ob das hochqualitative Lyrik ist oder ich habe es immer in einem Artikel als Kalenderlyrik bezeichnet. Wie immer man dazu steht, es ist eine Lyrik, die vor allem von jungen Frauen, vor allem jungen Frauen mit Migrationshintergrund gelesen wird, weil das auch ihre großen Themen sind: Zurücksetzung in Beziehungen, Erfahrung von Rassismus und die Diskriminierung als Frau. Das sind wichtige Themen und das spricht eben sehr viele Leserinnen vor allem an. Ein anderes Beispiel, durchaus im gehobenen Bereich, ist John Green, meines Erachtens einer, oder nicht nur meines Erachtens, sondern wie Sie auch an den Preisen durchaus auch in der Bundesrepublik sehen, einer der hochdekoriertesten Jugendautoren ist John Green. Alle seine Bücher sind übersetzt. Ich glaube nur das letzte jetzt, Anthropocene Reviewed, dann weiß ich nicht, ob es schon übersetzt worden ist. Alle Bücher werden übersetzt. Fast alle sind auch verfilmt worden. Viele davon erreichen ein Publikum, aber sie erreichen es, indem er eben wiederum komplementär auch im Internet unterwegs ist, zusammen mit seinem Bruder Hank Green, der jetzt auch als Schriftsteller hervorgetreten ist, und die in Blogs, Videoblogs eben erklären, was passiert in Syrien, wie kam es zum Ersten Weltkrieg oder warum ist es gut, nach den Ferien, besonders in den USA, wieder zurück an die Schule zu gehen. Also Aufklärung im ganz elementaren Bereich zu betreiben. Und Sie sind zugleich Aktivisten. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Mitglied ist. Ja, als wenn Sie das Zeichen sehen, dann sind Sie Mitglied der Nerdfighterianer, wie zum Beispiel Benedict Cumberbatch, der Schauspieler, gehört auch dazu. Es sind also vor allem junge Leute, die sich hier zusammentun und unterschiedliche politische Projekte und soziale Projekte betreiben. Und was Sie hier eben sehen, ist, dass Literatur nicht mehr nur einfach Teil des üblichen Feuilleton-Literaturbetriebs ist, sondern Literatur ist hier Teil einer letztendlich digitalen Umwelt, die die analoge Welt einfach umschließt und wie eine zweite Haut umgibt. Das ist einfach selbstverständlich, dass ein Autor auch digital ist. Und man kann das so ein bisschen zugespitzt auf den Satz bringen, Green statt Grass. Also während Günter Grass ein Autor ist, der eben den deutschen Literaturbetrieb braucht, um als Autor sichtbar sein, so würde man sagen, John Green braucht den Literaturbetrieb. Vielleicht nur noch am Rande, ist einfach Teil einer sehr viel größeren digitalen Umwelt, in der dieses Schreiben und Lesen passiert und das eben in sehr, sehr großer Zahl. Ein anderes Beispiel, eher populär. Sie haben Autorinnen, die als Bloggerin, in dem Fall als Modebloggerin, ein Millionenpublikum erreichen. Und dann wird das professionalisiert, in dem Fall durch Verlage, die mit einem Team dann beginnen, mit ihr Bücher zu schreiben, Girl Online. Sie ahnen schon in etwa, um was es dort geht. Sehr viel mehr müssen Sie eigentlich über das Buch auch nicht wissen. Trotzdem ist es für Verlage sehr wichtig, denn dieser Debütroman ist der am meisten verkaufte, in der ersten Woche verkaufte Debütroman in der Buchgeschichte. Und diese Professionalisierung des Literaturbetriebs macht wiederum deutlich, dass die Professionalisierung die Bedingung hat, dass das Buch und das Lesen
digital umfasst ist. Es ist also die digitale Umwelt ermöglicht überhaupt erst diese unglaublichen Karrieren, die das Buch und das Lesen eben so lebendig machen, auf allen Niveaus. Damit Sie nicht bloß denken, es geht hier um Trivialitäten. Es gibt einen großen Bereich des Wiedererzählens klassischer Literatur wie Green Gables Fables, vor allem natürlich auch der Jane Austen Bücher, in denen junge Leute auf Twitter oder in Kombination von Twitter und YouTube-Videos oder Videoblogs die bekannte Geschichte noch einmal erzählen. So, als würden sich Mr. Darcy und Lizzie gerade aktuell Twitter-Nachrichten schreiben. Aber es folgt der Plotline, die Jane Austen aufgeschrieben hat. Und das ist ein dieser Beispiele dafür, dass also durchaus die klassische Literatur enorme Millionenpublikum erreicht und ganz unterschiedliche Formen des Remixing ganz jenseits des etablierten Literaturbetriebs nach sich zieht. Und umgekehrt gibt es sehr avancierte Autoren, wie etwa Ralf Larsen, dessen letztes Buch gerade noch gedruckt werden konnte, aber das neueste eben Entrances and Exits nur noch auf dem Handy gelesen werden kann, weil es Google Street View Funktionen für sein sehr, sehr anspruchsvolles, kartografisch inspiriertes Schreiben braucht. Und dafür gibt es sehr viele Beispiele, dass also auch die Avantgarde-Literatur, auch wenn sie ein winziges Segment bildet in diesem Literaturbetrieb, das Digitale nutzt. Also deshalb könnte man die These durchaus vertreten, dass das Digitale zuerst ist. Es ist die selbstverständliche Umwelt, in der Buch, Lesen, Texte eigentlich heute leben. Und der uns bekannte, zumindest für meine Generation bekannte Literaturbetrieb ist nur noch ein Teil davon, aber zutiefst durchdrungen von der Digitalität. Und es gilt für das kulturelle Erbe. Hier nur ein Beispiel aus E-Codices, einem großen Schweizer Projekt für die Manuskripterschließung, vor allem mittelalterlicher Manuskriptkulturen. Und was Sie hier sehen, ist an Ihrem Rechner kommen Manuskripte wieder zusammen, wie sie vor 1000 Jahren einmal zusammengehört haben, aber heute, wie Sie rechts an den Metadaten sehen, längst verteilt sind, nämlich in Paris, Genf und St. Petersburg liegen Teile dieses Augustinus-Manuskripts und sie werden hier zusammengeführt. Und diese Zusammenführung ist nur möglich aufgrund einer digitalen Umwelt, dies ermöglicht, völlig verteilte kulturelle Ressourcen wieder lesbar zu machen, wie sie historisch einmal vor etwa 1000 Jahren Wirklichkeit waren. Also die Datafizierung ermöglicht eine Art Zeitreise. Und deshalb gibt es ja ein großes Digital Humanities Projekt, Time Machine Project, das vielleicht einige von Ihnen kennen, das den großen Plan verfolgt, eine Zeitmaschine zu bauen, in der man mindestens in die europäische Vergangenheit zurückfahren könnte an verschiedene Orte. Und ein Teil dieser Technologie ist diese IIIF-Technologie, die solche Dinge ermöglicht. Wie breit das ist, das könnte ich jetzt endlos ausweiten. Vielleicht betreiben einige von Ihnen Bookfaces, andere schreiben Fanfiction und hier reden wir immer über Millionen Publika. Andere betreiben Insta-Poetry, die heute in Fashion-Magazinen auftauchen, oder Booktubes. Es ist praktisch eine solche Kreativität sichtbar und eine solche Variationsbreite des Umgangs mit Büchern, mit Literatur, und Formen des Lesens, die es in dieser Form in den ein oder anderen Vorläufern gegeben hat. Aber der Umfang, mit dem diese Änderung hier greifbar ist, die ist völlig einzigartig. Und so gewinnt das Lesen durch die Digitalität und das Buch auch ganz neue Ausdrucksformen, die vorher einfach in dieser Größe zumindest nicht sichtbar waren. Und die Frage ist, wo führt es langfristig hin? Denken Sie auch an so etwas wie Selbstpublizieren, dieses Nadelöhr durch bestimmte Verlage zu müssen, ist viel
vielfach oder wird vielfach umgangen, nicht bloß von Apple Books, sondern oder Kindle, sondern eben von ganz verschiedenen Social Reading Plattforms wie Wattpad und Fanzines, Leseplattformen. Die können selbst organisiert sein. Also nehmen Sie nur fanfiction.de zum Beispiel oder büchertreff.de. Die sind selbst organisiert. Die Autoren schließen sich zusammen, völlig neue Geschäftsmodelle, andere Gewinnbeteiligungen für junge Autorinnen und Autoren sind hier möglich und die werden genutzt. Natürlich werden sie im Bereich des etablierten Feuilletons nur selten wahrgenommen, aber wenn Sie die Silver Moon Serie und andere Texte sich angucken, dann sehen Sie, dass Sie durchaus hier ein Millionenpublikum erreichen. Und es gibt natürlich noch einen anderen Bereich, der auch in der Statistik des Börsenvereins nicht auftaucht. Viele Leute haben nicht das klassische Bücherregal im Hintergrund, sondern sie benutzen einfach das Internet als einen großen Bücherschrank, wo sie einfach gebrauchte Bücher selber verkaufen beziehungsweise kaufen, wenn mich irgendwas interessiert, gucke ich, ich muss es gar nicht bei mir selber haben. So dieses klassische bibliothekarische Eigentumsgefühl spielt für viele Leute eine immer geringere Bedeutung. Das bedeutet aber nicht, dass die Bücher nicht gelesen würden und nicht gehandelt und darüber diskutiert würden, sondern im Gegenteil, es spielt eine große Rolle. Wir haben also, um das zusammenzufassen, eine Vervielfältigung des Lesens. Man kann aber auch sagen, eine gewisse Segmentierung des Lesens in bestimmte Untergattungen, dass man sich etwa für die Fanfiction Harry Potter oder Vampirgeschichten interessiert, also eine hohe Spezialisierung sich leisten kann, sowohl als Leserinnen und Leser wie auch als Autoren. Die Verlagswelt selbst ist sehr stark abhängig von Spitzentiteln. Und das führt auch dazu, dass die Oligopolbildung auch im Publikumsverlagsbereich, ähnlich wie im Bereich der wissenschaftlichen Literatur, immer weiter zunimmt. Im Prinzip ist der Markt weitgehend zwischen 3 bis 4 großen Playern aufgeteilt. Penguin und China's House Publishing sind einfach Weltplayer. Und dann kommt erstmal lange nichts dem Bereich. Es gibt viele neue Medien, unglaubliche Kreativität, aber anders als in den 90er Jahren, auch inspiriert von vielen postmodernen Theorien, diese neue Ästhetik des Schreibens und Lesens, die finden Sie eigentlich nicht, sondern was es hier gibt, ist bekannte Formate zu remixen, sich auf bestimmte Genres zu vertiefen, aber die Vorstellung des ganz anderen Schreibens, des interaktiven Schreibens, der Auflösung, der Linearität, der Schrift und so weiter. Also diese ganzen, vor allem aus der poststrukturalistischen Theorie stammenden Annahmen haben sich bislang zumindest nicht bewahrheitet. Jetzt könnte man argumentieren, und damit komme ich zu meinem zweiten Teil, wie sieht es mit den Maschinen aus, dass dort die eigentliche Änderung kommt? Und ich gehe ganz kurz durch diese 3 Hauptschichten durch, nämlich die Autorschaft, was ändert sich in den Verlagsprozessen und wie ändert sich die Leserschaft digital jeweils. Autorschaft digital, ich habe schon darauf hingewiesen, dieses Social Writing, Social Reading ist ein Phänomen, das eben riesige Dimensionen hat. Wattpad etwa mit 90 Millionen Autorinnen und Autoren, spielt eine große Rolle und sehr viele Bücher und Autorinnen, ob das Nele Neuhaus ist oder Jonas Winter oder Samantha Young oder so Super-Bestseller, die auch den deutschen Buchhandel wirklich mehrere Jahre ernährt haben, wie 50 Shades of Grey, kommen aus einer Welt, die nur digital zu erklären ist, die mit dem etablierten Literaturbetrieb erst einmal nichts zu tun haben, aber dann den Weg zu Penguin House und Knauer und so weiter finden. Aber es gibt natürlich viele Welten. Fanfiction.de ist ein Beispiel für völlig selbst organisiert und die wollen auch nicht Teil des etablierten Literaturmarktes werden. Wattpad ist die größte, falls Sie die nicht noch kennen. Hier geht es schon längst vom Buch quer durch alle Medien bis hin zu Filmen. Etwa 2 Millionen Leserinnen und Leser am Tag. 100.000 Geschichten, die hier in allen Subgenres, also der Alpenkrimi im Unterschied zu irgendwelchen Malfoy-Fanfiction-Geschichten,
Die werden hauptsächlich nicht mehr im Buchformat gelesen, sondern tatsächlich auf dem Nattel oder auf dem Mobiltelefon. Und hier werden Stars geboren, die dann auch in der Literaturszene Millionärin werden mit Anfang 20. Anna Todt wäre hier ein Beispiel davor. Und die Zusammenarbeit mit den neuen Plattformen wie Netflix ist einfach schon ein Teil der Entwicklung. Und inzwischen gibt es auch Wattpad als Verlag. Das heißt, hier kommt von der Seite jenseits des digitalen Literaturbetriebs völlig neue Akteure hinein, die den Markt aufmischen und auch entsprechend irritieren, weil sie überhaupt nicht aus dem etablierten Verlagswelt kommen. Und die nutzen selbstverständlich künstliche Intelligenz, um zum Beispiel in diesen 100.000 Geschichten pro Tag mit verschiedenen algorithmischen Verfahren herauszufinden, welche Geschichten Bestseller verdächtig sind. Also es ist ein eigener Bereich, der im Buchhandel schon längst eine große Rolle spielt. Schließlich gibt es natürlich das Schreiben von Büchern. Also ich greife nur aus der Literatur, aus der Wissenschaft heraus. Der erste von Springer geschriebene, wirklich völlig maschinell hergestellte Buch über den Stand der Lithium-Ionen-Batterieforschung. Hier gibt es keine Menschen mehr drin. Die Bewertung von Manuskripten wird von Verlagen verstärkt ausgelagert und auch von sogenannter KI benutzt. Und die bekanntesten Beispiele sind wahrscheinlich IBM Watson, dem es eben 2016 gelungen ist, zum ersten Mal ein sogenanntes Self-Driving Journal zu schreiben, also ein Fachmagazin im Bereich Design, das komplett maschinell hergestellt worden ist. Und wenn Sie es noch nicht gehört haben, gehen Sie mal auf IBM Watson Debater. Dann sehen Sie sofort, diese Maschine kann mit Ihnen sehr menschenähnlich diskutieren über praktisch alle Themen, wie sinnvoll Kindergärten sind oder was spricht für oder gegen Atomkraft. Sie können mit IBM Watson über diese Themen diskutieren. Das funktioniert. Also hier deuten sich noch weitere Änderungen an, die über das, was ich Ihnen zunächst dargestellt habe, doch hinausgehen. Natürlich betrifft das auch schon die Distribution. Sie können heute einen Verlag in Ihrem Wohnzimmer machen. Sie brauchen keine Lagerkosten mehr. Der Begriff der Auflage ist eigentlich überholt, denn viele Standardisierungen ermöglichen Ihnen das sofort entweder online und/oder im Internet auf HTML zu publizieren. Das heißt, der ganze Prozess dessen, was Drucken ist komplett online. Natürlich gibt es kleine Nischen für Bleisatzdruck, aber im Prinzip ist der Vorgang wirklich vom Anfang bis zum Ende digitalisiert. Und diese Volltexte werden also nicht, die werden tatsächlich in der ehemaligen deutschen Bücherei, also heute Deutsche Nationalbibliothek, als vollständige Texte, also nicht bloß die Metadaten, angeliefert. Also Sie müssen sich große Pipelines nach Frankfurt vorstellen, in der die 300 Neuerscheinungen, die jeden Tag auf dem deutschsprachigen Markt erscheinen, direkt geliefert werden. So, die nächste Frage ist dann, gibt es neue Druckverfahren? Ja, sehr wahrscheinlich werden Bücher demnächst als 3D-Druck komplett einfach durchgedruckt, also mit dem Einband alles komplett. Das dürfen wir erwarten. Dann gibt es dieses soziale Lesen, Diskussionen, Goodreads zum Beispiel ist nur ein Beispiel. Sie sehen, ich habe hier mal Goethes Farbenlehre, also es gibt Diskussionsforen über Goethes Farbenlehren auf der amerikanischen Goodreads-Seite. Und Sie sehen, wie unterschiedlich hier drüber diskutiert wird. Das kann sehr umfangreich, das kann sehr akademisch sein. Das kann auch einfach im Sinne eines Wohlfühlens, My favorite chapter was Brown, sein. Es gibt kein Kapitel Braun in Goethes Farbenlehre, in Klammer gesagt. Aber es zeigt einfach, dass sich Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft mit auch der Hochkultur beschäftigen. Es gibt neue Technologien, die zum Beispiel wie Immersive Fiction erzeugen. Das heißt, Sie haben das Buch und was dann eingespielt wird, wenn es zum Beispiel regnet und Nacht wird und so weiter, dann hören Sie Regen oder Feuergeräusche. Das wird automatisiert hergestellt. Und das Ziel ist Immersive Fiction, also dieses Eintauchen und Selbstvergessen in Geschichten zu intensivieren, zum Beispiel durch Audiofiles und andere Techniken. Es gibt es aber auch in einer ganzen Breite des sozialen Lesens, in dem Menschen tatsächlich zusammenkommen. Also Büchertreff.de organisiert auch reale Treffen der Leserinnen und Leser.
TED Talks gehören ja auch zu diesen, die beides abbilden. Also das ist sowohl digital wie analog, aber wichtig ist, das Digitale umgibt auch das Analoge. Und das Digitale ist das, was zuerst ist, gerade auch im Bereich von Fanfiction. Und es geht eben auch sehr stark bis hin Storycorps, wenn sie sich angucken, soziale Randgruppen, die miteinander sprechen und ihre Geschichten austauschen, auch in einem sozial geschützten Raum. Da gibt es eine große Bandbreite. Also deshalb, da muss man wirklich sehen, dass das ein sehr diverses Phänomen ist. Und ganz kurz noch zum Schluss, auch New York Times und andere explorieren gerade neue Wege des Lesens und Geschichtenteilens, wie etwa diese berühmte Documentary, die sich mit Displaced Persons, mit Migration beschäftigen haben. Und die können Sie auch auf YouTube sich angucken. Und die Idee ist, neue Formen des Journalismus zu entwickeln. Also wir haben eine ganze Reihe von weiteren solcher Videos gedreht, die Sie mit 3D-Brillen angucken können. Und die Frage ist, ob Augmented oder Virtual Reality unser Zeitungslesen vielleicht ersetzen werden. Also das kann ich natürlich nicht beurteilen. Schließlich, um nochmal diesen Punkt zu machen. Ich glaube, dass sowas wie SWR 2 und das literarische Quartett nicht verschwinden wird, aber es wird ein kleinerer Teil einer sehr, sehr viel größeren digitalen Literaturbetriebs sein. Und man kann davon sprechen, dass es eigentlich dieses Leitmedium des Buch- und Lesens und des etablierten Literaturbetriebs eher an Bedeutung verliert. Positiv gesprochen kann man von einer Demokratisierung des Literaturbetriebs sprechen. Und damit bin ich auch schon am Schluss und es ist auch Zeit. Ich glaube, wir sind in einem alexandrinischen Zeitalter des Lesens, in der einfach Maschinen so dicht bei uns eingewoben sind in unseren Lesealltag, in unserem Umgang mit Büchern, mit Texten, dass wir die Maschinen eben vielfach gar nicht mehr erkennen. Die Frage ist, wie verstehen wir das? Aus dem Bereich der Kultursoziologie ist das herrschende theoretische Paradigma, das zu sagen, wir haben hier einen Prozess der kulturellen Vergesellschaftung, der sich intensiviert, so wie er im 19. Jahrhundert begonnen hat und durch Georg Simmel und andere Philosophen zum ersten Mal auch beschrieben worden ist. Ein anderer Ansatz sagt, was wir hier erleben, ist eine Pop-Industrialisierung der Kultur. Das heißt, wenige Spitzenautoren, wenige Spitzentitel, wenige Events ziehen fast alle Aufmerksamkeit auf sich und der andere Teil wird gar nicht mehr beachtet. Das heißt, es gibt eine große Masse und ein ganz schmale Peaks innerhalb unserer Kultur und ähnliche Prozesse finden wir ja auch im Museumsbereich, im Konzertbereich und so weiter. Ein anderer Ansatz argumentiert stärker von dem Phänomen, dass das eigentlich eine Fankultur ist oder Teile der Jugendkultur expandiert weit über die Jugend hinaus und unsere Kultur sehr stark von dieser Umgang mit Büchern, Lesen, Autoren und Verlagen zu tun hat, die eben die Merkmale hat, wie wir sie seit den Beatles und dem Fanverhalten, das damals erfunden wurde. Nein, es wurde nicht erfunden, es gibt es schon bei Franz Liszt-Konzerten schon im 19. Jahrhundert, dass das es ist. Aber was eigentlich fehlt derzeit, ist ein theoretisches Modell, in der eigentlich diese Umbauten, diese Transformation unseres Umgangs mit Büchern und Lesen tatsächlich beschrieben werden kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich und stehe Ihnen jetzt für Fragen auch zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören.